Als erstes möchte ich mich bei euch bedanken, dass ich 400 Abonnenten habe. 401 sehe ich gerade. Dafür großen Dank dafür. Freut mich, dass das Interesse weiterhin besteht. Was will ich heute mit diesem Video zeigen, wie man eben beim Anycubic, beim Mono die Folie auswechselt. Ich habe das gemacht mit einem billigen, könnte man sagen, da 5 Folien bekommen um 14 Euro, aber Hände weg, es bringt nichts. Ich habe das müssen zuschneiden und das hat alles nicht hingehaut. Ihr seht auch einen Rand vielleicht, dass da auch ein Rand ist. Ja, das passt einfach nicht. Gut, ihr seht, als erstes müsst ihr diese Schrauben runtergeben. Es ist beim Gerät dafür auch ein Nimbus dabei. Also ihr braucht jetzt nicht extra was kaufen. Ich verwende jetzt eben aber diesen Schraubendreher. Ist interessant, wir Österreicher sagen Schraubenzieher, die deutschen Schraubendreher. Um diese Schrauben herauszuholen. Also wie gesagt, das, was ich beim Amazon bestellt habe, das war eben diese 5 Folien, das war zu vergessen. Das Problem war nämlich auch, dass erstens einmal schon beim Montieren Kratzer draufgekommen sind, obwohl ich mit Handschuhe gearbeitet habe, Handschuhe. Und das Problem war auch, dass dann es auf dem auf der Folie geklebt hat und dann auch, hier sieht man jetzt, überall Risse sind. Da war jetzt auf der falschen Seite gespart. Habe gedacht, vielleicht geht's. Aber nein. Gut, ich tue jetzt noch die... Ah, das gehört glaube ich auch weg. Passt, das ist auch die Zwischenlage. Passt. Gut. Ihr seht, jetzt haben wir das weg. Inzwischen habe ich mir das Original von Anycubic besorgt. Man bekommt da 2 Stück um 15 Euro. Also beim anderen waren 5 Folien mit, was man gesagt, 14 Euro, da 2 Stück mit 15 Euro. Aber wie ihr sehen könnt, ist da alles schon dabei. Da ist auch der Rahmen dabei. Man muss eben nicht so vorsichtig sein. Gut. So, man braucht dann das eben noch hinauflegen. Und jetzt geht eigentlich wieder das Anschrauben los. Dabei passen wir jetzt auf, dass man die Folie nicht selbst berühren. Da machen wir nicht gleich ganz rein. Machen wir über Kreuz. Das ist immer am besten. Also ihr seht, das ist glaube ich am humansten, am besten. Es ist keine Umschnipselei, man erspart sich die Arbeit, die Löcher in der Folie auszuschneiden. Und geht dann recht flott das Auswechseln.
So, jetzt wird noch einmal alles festgeschraubt. Schaut, ob wir überall fest sind. Schön rein um. Passt. Und schon ist die Folie ausgewechselt und bereit für den nächsten Einsatz. So schnell geht das.